So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mafia. Ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und schauen mal, was wir in dieser Kapitel erneut spielen. Was? Nee, abbrechen. Abbrechen, zurück. Fortsetzen, da wollen wir noch weitermachen. Genau, wir machen auf jeden Fall hier weiter. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Okay, sprich mit Vincenzo. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier vorgefallen ist. Wenn die Feds diese Bücher kriegen, fliegen wir auf. Okay, wir müssen irgendwelche Bücher abholen. Dann schauen wir mal. Tommy. Ja, grüß dich. Hallo, Vincenzo. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich hab hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. I like that. Sieht Frank ne Lupara, weiß er Bescheid. Alte Schule. Na gut. Wir müssen also irgendwie jetzt durch die Gegend cruisen und irgendwelche... Ja, soweit ich das richtig im Kopf habe, irgendwelche, Bücher holen, wahrscheinlich Kassenbücher. Deswegen, leider hat er jetzt die Cutscene nicht mehr genommen. Ich habe bei der Cutscene leider letztes Mal abgebrochen. Du bist mal still jetzt. Irgendwelche Kassenbücher sind hier nicht richtig. Oh, das war dumm. Nein, komm wieder her. Muss da rein. So, irgendwelche Kassenbücher stimmen, glaube ich, nicht, soweit ich das richtig habe. Und damit würden wir auffliegen, wenn das irgendwer sehen würde. Also machen wir das natürlich jetzt erstmal richtig. Ganz auf entspannt. Und fangen wir bei Biff an. Irgendwas muss Biff auf jeden Fall für uns haben. Hier können wir doch super parken. Packen wir mal am Straßenrand hier. Und steigen mal aus. So, wir haben natürlich unsere Pistole. Hab ich nur die Shotgun dabei? Oh, das sieht ganz so aus, ne? Na gut. Aber die stecken wir erstmal weg. Ja, Ching Chang, Ching Chong, Ching Chong. So, gehen wir mal zu Biff. Ins Leihhaus. Hallo. Tommy, was ist los? Ja. Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Frag ihn. Okay. Danke. Gut, dann finden wir nochmal Little Tony. Mal gucken, was Little Tony zu erzählen hat. Ich bin sehr gespannt. Ja, du bist mal still. Ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, das FBI ist hier. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir diese Gefahr von unserer Familie hier abwenden. Ich frage mich tatsächlich, wann hier der Turning Point kommt. Wann wir... Ich sag mal, unseren Don verraten, weil sonst würden wir ja nicht gejagt mit einem Polizisten sprechen. Wenn alles gut gegangen wäre, wären wir ja immer noch in der Mafia. Ja, wie dem auch sei. Ja, gehen wir mal weiter. Oder fahren wir mal weiter, besser gesagt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. Die Story an sich ist sehr, sehr geil. Ich muss nur sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Game doch noch so linear ist. Aber es könnte daran liegen, dass das Spiel doch schon recht alt ist.
Vielleicht sind die anderen Teile ja weniger linear. Schauen wir mal. Oh, Little Tony. Ich grüße euch alle. Guck mal, hier ist was. Ach, guck mal. Terror Tales. So, Little Tony. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Mit Frank Tom, ist auch irgendwas nicht richtig. Was ist los? Frank, was haben wir hier? Notiz. Ja, bitte dürft ihr auch gern wieder lesen, ne? Ihr wisst ja Bescheid, wie es läuft. Irgendwas stimmt mit Frank auch nicht, Freunde. Irgendwas stimmt mit Frank nicht. Ich glaube, der ist nicht so loyal, wie der Don das denkt. Kann ich auch hier lang fahren, oder? Nehmen wir es erstmal ruhig. Ich glaube, der Don hält den Frank für etwas zu loyal. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir da irgendwie was auffällt. Aber auch Sam. Also es war der Auftrag, diese Michelle zu killen, und das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Das ist eigentlich schlecht, ja. Oh, schön. Schöne Brücke. I like that. Ja, haben wir auch nicht gemacht. Das ist schlecht, Freunde. Das ist schlecht. Also wir sollten uns versuchen, so wenig wie möglich den Aufträgen des Dons zu widersetzen. Das kann nur böse enden. Naja, wie dem auch sei. Ich habe mir übrigens mal angeschaut, was der Freifahrtmodus ist. Also der Freifahrtmodus ist natürlich schon, wie der Name es sagt, der Open-World-Modus, sage ich das jetzt einfach mal. Da kannst du rumfahren, die Stadt erkunden. Ich glaube allerdings, dass hier auftragstechnisch nicht allzu viel geht. Wobei wir uns das natürlich auch gerne mal angucken können. Du solltest mal fahren, Bro. Ich muss hier mal lang. Naja, es waren noch Zeiten, wo wir auch noch Taxifahrer waren, ne? Heute sind wir ein geachtetes Mitglied in der Mafia-Familie. Von... Oh, wie heißt der denn nochmal? Nicht Morello, der andere. Ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Namen unserer Mafia-Familie vergessen. Verdammt noch eins, ey. Das ist nicht gut. Saleri, ne? Genau, Saleri ist der Name. Gut, dann schauen wir mal. Entweder müssen wir jetzt hier wieder rumballern, weil hier irgendwas nicht stimmt, oder wir können da jetzt tatsächlich mal ganz entspannt rein und raus. Das wäre sehr angenehm. Jetzt wieder hier Amok laufen ist eigentlich nicht meine Art, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Schleicher. Was ist denn jetzt los? Direkt Cutscene wieder, oder was? Ja, sieht ganz aus. Hier ist es wohl. Boah, er parkt sogar rückwärts ein. Wild. Junge, Junge, Junge. Ach, sieh mal einer an. Wenn das nicht unser wertgeschätzter Frank ist. Ja, ich kann doch nicht, ja. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. Was Frank wohl für Dreck am Stecken hat. Sehr gute Frage. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, Nummer. Wohin bringen sie dich wohl?
Oh, ich liebe dieses Ambiente, ja, ne? Dieses 1930er hier, das ist so geil. Ganz vorsichtig hinterher. Muss zu irgendeinem Treffen sein. Wir halten uns mal ein bisschen zurück und versuchen mal nicht so auffällig zu sein. Da haben wir nämlich gerade schon ordentlich Sichtbarkeit. Manchmal bleiben die einfach random stehen. Ganz weird. Naja. Die Karren rutschen auch wirklich sehr, sehr schlimm in diesem Spiel. Also wirklich. Naja, wir schauen mal, wo der Tönnis jetzt hinfährt. Ach, Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Flughafen? Okay, hier stimmt doch definitiv irgendwas nicht. Der will doch außer Land. Der will doch sowas von außer Land, weil der irgendeine Kacke gemacht hat. Ich glaube, das werden wir verhindern müssen, ne? Wir werden Frank erschießen müssen jetzt gleich. Frank hat doch definitiv Dreck am Stecken. Kannst mir noch erzählen, was du möchtest? Frank hat doch so eindeutig Dreck am Stecken. Wenn der sich jetzt einfach so verpisst, Mann. Und irgendwas mit den Geschäftsbüchern nicht klappt. Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Irgendwas ist doch da ganz, ganz, ganz mies daneben gegangen. Na gut, schauen wir mal auf jeden Fall. Sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Vor allen Dingen stehen da Wachen und all so ein Mist. Bin der raus, wo Frank hingebracht wird. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich dran vorbeischleichen an den ganzen Leuten, ne? Lass uns doch mal schauen, ob wir uns nicht hier irgendwie dran vorbeischleichen können oder ob es einen Hintereingang gibt oder sowas. Weil die werden mich ja definitiv sehen. Guck mal hier, der geht irgendwo rein. Sieht doch aus wie für uns gemacht, Mann. Warum mischen die Feds hier mit? Das hier ist der Flughafen, das ist ja wirklich schön. Schön und klein. Lass sie nicht durch! Das ist natürlich jetzt irgendwie überhaupt nicht gut gelaufen. Wo ist der?
glaube nicht, dass ich das überleben werde. Nee, war ja klar. Okay. Müssen wir wohl anders gehen. Probieren wir nochmal. Also entweder fangen wir echt eine große Ballerei an und knocken die einen nach dem anderen weg. Ach lol. Ich bin jetzt hier, ne? Okay, die Frage ist, wie komme ich jetzt ungesehen darüber? Da kann ich vielleicht sogar schleichen, guck mal. Da chillen aber auch drei. Den komme ich ja niemals vorbei, oder? Durchs Gebüsch vielleicht? Nee. Ich habe hier halt auch null Deckung. Geht zur Neige. Wenn er abgesägt ist. Boah, kaum noch Schuss, meine Freunde. Ich muss jetzt gut aimen. So, Frankie. Was geht denn jetzt her? Noch ein? Boah, ich brauch Muni, Freunde. Sehr gut. Was kommen die denn alle her? Okay, was ist hier los, Frank? Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, March. Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Los, steigt schon ein. Hättest du dir noch einen Abschiedskuss geben dürfen? Komm. Ja, das hättest du auch richtig machen können.
Knall ich den jetzt echt ab? Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Steig ein. Na los, aber lass dich nie wieder blicken. Gott verdammt, Frank. Alter Vater, ey. Hau ab und komm nie wieder. Und ich kümmere mich darum, dass die Geschäftsbücher zurückgeholt werden. Ich meine... Klar, der hat uns hintergangen. Das ist richtig scheiße. Guten Tag, Sir. Grüße dich. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Ich meine, es ist richtig scheiße so, dass der uns beschissen hat. Aber ich kann ihn auch irgendwie verstehen. Junge, der ist alt. Der will wahrscheinlich einfach nur mit seiner... Der will wahrscheinlich einfach auch nur mit seiner Tochter und seiner Frau sein letztes Dasein genießen. Ich kann das voll verstehen. Der will einfach raus aus der Scheiße hier. So, grüß dich, Chef. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Wenn das jetzt ein Trick ist, dann finde ich den. Dann finde ich den. Also wenn das jetzt ein Trick ist, finde ich den. Außer er war jetzt so ehrlich und sagt, easy peasy, so, pass auf, ich habe Scheiße gebaut, komm, ich berichtige das für die Family. Wenn das jetzt aber ein Trick ist, dann finde ich den, völlig egal, wo der ist. Was ist hier jetzt los? Wird hier jetzt eine Beerdigung vorbereitet? Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Okay. Aber der Frank ist doch gar nicht tot. Haben wir die Beerdigung vorgetäuscht? Vor unserem eigenen Don? Eieieiei. Franks Bude wird auch abgefackelt. Wer kommt denn da? Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, ein Junge. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Das war also Morello. Na gut.
Reiche Leute besuchen, 1933. Dann gehen wir nochmal reiche Leute besuchen. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gelotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gelotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Aha, dann wollen wir doch mal loslegen, ne? Begib dich zum Anwesen des Staatsanwaltes. Na, mal schauen, ob das nicht Ärger gibt. Parli in Antecchia di Siciliano. O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Das ist nicht gut. Wenn er das perfekt findet, dass ich kein Italienisch spreche. Hai capito? O piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay. Per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A cacciaforti sta a rete un guaccio no primo piano. Tu rammi in antecchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Minchia. Ich hab actually kein Wort verstanden. Ich spreche nämlich auch kein Italiener. Jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì. Faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Nee, das lassen wir mal schön aus, das Radio. Das nervt nämlich an manchen Stellen einfach nur. Tolle Aussicht hier oben. A volte sto paese è meraviglioso. So, da sind wir doch gleich schon. Sieh mal einer an. So schnell ging das. Guck mal, hier können wir parken. Ecco. Ce la siamo gioco. Ehi, passato umoro. Was? Oh, ein Labyrinth. Sì, un giardino intorcioniato. Ach, guck mal, bleib da hier. Ich schalte die Wachen aus. Non sapia. In America c'è un giardino.
So, wir heben den Körper mal auf. Schmeißen den hier mal ins Eck. Wo ist der? Ich habe jetzt auch hier Pfeifen gehört. Gehen wir mal. Ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ja, ach, da ist der andere. Perfekt. Oh. Okay, Schüsse werden Alarm auslösen. Das wollen wir wiederum natürlich vermeiden. Da hinten rennt auch noch einer rum. So ein Schalldämpfer wäre doch mal genau das Richtige, hör mal. Aber damit können wir wohl nicht arbeiten. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir so ziemlich alle Wachen ausschalten. Problem ist nur, ich weiß leider nicht, wo alle sind, ne? Da hinten ist wohl nur einer. Richtig schöner Abend zum Rumstehen. War noch einer? Wo war denn der? Da hinten. Um dich müssen wir uns zuerst kümmern. Ich pack mir dich auch und schmeiß dich hier mal ins Gebüsch. Oh, hier ist kein Gebüsch. Ich will den vorne auch noch haben. Der vorne muss auch noch weg. Hier, ich schmeiß dich hier ins Blumenbeet. Da liegt so gut. Den hier vorne muss ich auch noch machen. Da zwei? Tatsächlich, da sind zwei. Ah. Machen wir ihn da jetzt gegen? Laufen denn jetzt hier auf einmal zwei Leute Wache? Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch einer. Den wir noch ausschalten müssen. Vorne rennt er nämlich rum. Den snacken wir jetzt mal weg. Das Haus ist ja ein dicker bewacht als, weiß ich nicht was, als ein Gefängnis. Was für ein Staatsanwalt stellt so viele Wachen ein. Okay, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Dann können wir ja jetzt eigentlich reingehen, ne? Hier liegt auch noch was, was ich einsammeln kann. Perfekt. Super Science. Okay, schalte die Wachen aus. Also nicht durch die Vordertür rein, das wäre ja auch so einfach. Lass uns ein Fenster suchen. Da wäre ein Fenster, aber da komme ich doch gar nicht rein, oder? Ne. Dann müssen wir mal weiter gucken, ob wir mal hier rennt noch einer rum. Mal. Ja. Kommt der hier hin? Der kommt hier hin. Den müssen wir mal beobachten, wie der läuft. Nämlich gleich an mir vorbei, Leute. Ich hätte gerne mal eine Nacht frei. So wie alle anderen, ne?
Er läuft in die Richtung weiter. Und Knockout. Ich glaube, das waren alle. Salvatore! Wo bist du? Alles sauber. Ja, okay, ich musste alle Wachen nur wegsnacken. Binde Salvatore, was hat er denn? Wo zum Teufel ist er hin? Okay. Der Typ nervt. Komm her. Me, sei uno tosto tu, eh? Was? Cavuscio. Was bist du denn für ein Einbrecher? Cerca. No guaccio. Wonach? No guaccio. Da Vinci, Caravaggio. U capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Si, si. Okay, ich verstehe. Geht du noch? Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Hier ist noch ein Salvatore. Hier ist ein Scheißhaus. Nix. Hier ist nur Wand dahinter. Wer bist du? Mann! Hilf uns doch her! Bitte. Die habe ich jetzt mal kurz verprügelt. Okay, wo sind denn hier sonst noch Gemälde? Da wäre noch eins. Ein Sammelobjekt. Ein schöner Ballermann, ne? Nix. Ihr mitnehmen? Nee. Hier ist auch noch eine Tür. Wo ist denn diese Scheiße? Jetzt macht doch hier nicht so. Er sagte doch im Erdgeschoss, oder nicht? Da muss es doch hier irgendwo sein. Verdammt noch eins. Jetzt gekillt? Sieht ganz so aus. Entschuldigung. Hier gibt noch eins. Hier ist auch nix. Bei welchem Gemälde soll das denn dann hängen, bitte? Nach oben? Aber ein schönes Haus, nicht? Was? Hier, Tommy? Wo? Nix. Erfreulich. Wieso ist hier noch eine Frau? Hier ist noch ein Gemälde. Nix. Geht du noch. Was zum Teufel tun Sie da? Niemand mehr da, der dir helfen kann. So, die wird jetzt erstmal verprügelt. Hier ist auch nichts.
Wo ist denn dieses Kackgemälde mit dem Tresor? Junge, leck mich doch am Socken. Das kann doch nicht angehen. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Hier ist nur ein Gemälde. Jetzt macht das Moped auf. Ach, hier ist es auch nicht. Geht noch. Hier noch was? Ne, hier ist nur noch mal First Aid. Wahrscheinlich für den Fall, dass es zur Schießerei gekommen wäre. Hier wird gerade renoviert, also wird das hier auch nicht sein. Wo ist dieses verfluchte Gemälde? Das sieht doch schon eher nach was Brauchbarem hier aus. Aha. Das ist natürlich wieder das Letzte im Haus, muss es gewesen sein. Und sowas nennt sich Erdgeschoss, meine Damen und Herren. Ist mir neu, dass das Erdgeschoss im ersten Stock ist. Klar, dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Alarm. Was? Mensch, oh, das haben wir verdammt. Scheißegal, komm jetzt, wir müssen hier raus. Vai, dietro, dietro. Na, Sie toll. Sind bestimmt oben. Der Safe ist in seinem Büro. Hey. Haben wir denn jetzt alles? Jetzt haben wir eh Alarm ausgelöst, jetzt können wir rumballern. Sie wissen offensichtlich, dass ich da bin. Ihr müsstet mal rankommen, Leute. Das ist ja wieder super. Der Tönn ist wieder so ewig gebraucht hat. Bruder. Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um sie! Haltet mir diese Kerl! Vermehrt Schüsse gemeldet. Rufe alle Wagen. Der Typ ist gefährlich. Endlich verstehe ich dich mal. Los. Gummi geben. Aber sowas von ab dafür jetzt. Ich weiß. Du hast recht. Stimmt. Polizei. Ich werde jetzt nur gucken, dass wir die Bullen loswerden, ne? Da hinten kommen sie nämlich schon. Das ist nicht gut. Aber die fahren, die biegen da auch rein. Also die sind tatsächlich auf der Suche da. Das finde ich ja cool. Das ist ja realistisch gemacht, dass die nicht instant oder dass die nicht sofort einen Riecher davon haben, wo wir sind, sondern jetzt erstmal zum Tatort fahren, ne? Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Grazie, signoruzzo. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? A casa. Gut, wo ist das? Sesta e Imabul. Okay, dann mal los. Okay, bring Salvatore nach Hause. Wenn der nicht so lange gebraucht hätte, ne? Hätte ich da jetzt auch nicht wieder ein Massaker anrichten müssen. Wahrscheinlich seine Frau und seine Tochter verprügelt, wobei, nee, das war seine Hofdame wahrscheinlich oder so.
Ich sag mal, seine Putzfrau, die habe ich verprügelt, plus seine Frau, die werde ich wahrscheinlich verprügelt haben. Vor allem Gürken, die da rum, hilf uns mal hier, mein Junge, es ist einfach niemand da, um euch zu helfen. Alle Wachen waren Knockout im Hof. Die Hupen damals, what the fuck? Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt mit den tollen Infos, die wir aus dem Safe geklaut haben, was wir damit jetzt anfangen können. Tommy, dai a dire una cosa. O nostro prossimo travaggio ci penso io a cascare. Oh, ganz ehrlich, es fuckt mich unnormal ab, dass der die ganze Zeit Italienisch spricht. Ich kann dich. Tom, dagli a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio ci penso io a cacciafotti, o capisti? Capi picca un cimurio in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'anticchia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Salvatore, wag es nicht in irgendwelche. Okay, schon gut. Ich mag den nicht. Der ist scheiße, ich kann den nicht leiden. Ich finde den furchtbar, diesen Salvatore. Ich finde den furchtbar, ich kann den nicht leiden.